Guten Abend allerseits. Die Weltmeistermannschaft Deutschlands kommt. Wenn ich daran denke, wie ich dort gesessen habe, war das für mich so überwältigend, dass ich glaube gar nicht so einen richtigen Gedanken gefasst habe. Diesem denkwürdigen ersten gesamtdeutschen Spiel seit 48 Jahren. Ja, das war ein ganz besonderer Tag, muss man sagen, und eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Wir haben gerade 30 Jahre deutsche Einheit gefeiert und das bedeutet natürlich auch 30 Jahre deutsche Fußballeinheit. Und passenderweise spielt die DFB-Auswahl jetzt wieder gegen die Schweiz, wie vor 30 Jahren. Am 19. Dezember 1990 hat Berti Vogts damals zusätzlich zu den 1990er Weltmeistern auch noch 5 Spieler aus der ehemaligen DDR nominieren können. Ulf Kirsten, Thomas Doll, Matthias Sammer und Andi Thom und Perry Bräutigam. Und die wollen wir beide jetzt besuchen. Es gibt wahnsinnig viele Geschichten, die wir jetzt erzählen werden. Vor dem Länderspiel Deutschland gegen Schweiz erinnern wir an das Spiel vor 30 Jahren. Andreas Thom, 19. Dezember 1990 gegen die Schweiz. Was fällt Ihnen da spontan ein? Ja, Länderspiel Deutschland, Schweiz in Stuttgart, sehr kalt. Wie kalt war es? Arschkalt. Also gefühlte minus 10 Grad, waren es aber nicht, aber es war schon sehr kalt. Aber im Endeffekt überwiegt absolut der Stolz darauf, von Berti Vogts eingeladen worden zu sein und bei einer Mannschaft dabei zu sein, die man bis dato oder die Spieler, die man bis dato nur aus dem Fernseher kannte und die gerade Weltmeister geworden sind. Wenn man plötzlich mit den Spielern aus dem Westen, die 90er Weltmeister, ja, Matthäus, Klinsmann und so, wenn man plötzlich mit denen allen zusammengespielt, wie wurde man da aufgenommen, wie war das zusammen, plötzlich eine Mannschaft zu sein? Ja gut, waren ja wie gesagt die Legionäre, die also wir bis dahin nicht gesehen haben, die anderen, ich habe ja da schon fast ein Jahr in der Bundesliga spielen dürfen und den einen oder anderen, den kannte man dann auch schon näher. War natürlich hochinteressant, eine Ehre, die ganzen Spieler dann halt persönlich kennenzulernen. Also das Schlimme ist ja, dass wir damals eine Einladung vom DFB gekriegt hatten. Ich wollte mich ins Auto setzen und nach Stuttgart runterfahren, aber wie es halt zu DDR-Zeiten so üblich war, wir als ehemalige DDR-Nationalspieler sind gefahren worden von Vereinen und wieder abgeholt worden und das wollten sie jetzt eben auch machen. Jetzt habe ich eine Reiseroute, die der DFB vorgegeben hat, von Jena nach Leipzig mit dem Auto, von Leipzig mit dem Flieger nach Frankfurt. Natürlich ein bisschen Verspätung überall gehabt, dann bin ich abgeholt worden vom DFB von Frankfurt und die haben mich nach Stuttgart runtergebracht, wieder im Stau gestanden und deswegen kam ich natürlich zur Vormittagstrainingseinheit zu spät, was mir fast völlig klar war und kam dann als einziger letzter noch im Osten spielender Fußballspieler zum Weltmeister mit Verspätung an, habe die Vormittagstrainingseinheit verpasst. Das erste Mal die deutsche Nationalhymne. Was ist Ihnen damals durch den Kopf gegangen? Wissen Sie das noch? Einfach nur stolz. Ja. Also erstmal das Verrückte, du hast einen Kindheitstraum. Der Papa hat eine Antenne gebaut und dann hast du ein bisschen Bundesliga gesehen. Und da haben wir uns ja alles reingezogen. Wir durften es nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und dann hast du einen Franz Beckenbauer spielen sehen. Und jetzt auf einmal hast du solche Stars, hast du auf einmal neben dir sitzen. Und für mich wirklich dann so, du hast die DDR-Nationalhymne gehört, die durften wir ja nicht mitsingen. Nee. Da haben sie ja den Text mal verboten. Und jetzt auf einmal hörst du die richtige deutsche Nationalhymne. Und ich habe mir sogar Mühe gegeben, den Text gelernt und habe sogar ein bisschen mitgesungen dabei. Und das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen, was man da für ein Gefühl hatte. Also ich glaube, mein ganzer Körper war voller Gänsehaut. Es war zwar kalt, aber das war nicht wegen der Kälte, sondern eben wirklich, weil du eben dieses Gefühl hattest, da wächst etwas zusammen, da gehört etwas zusammen, was schon Jahrhunderte vorher zusammengehört hat. Und dass wir in dieser Generation das erleben dürfen und dass ich dann noch bei der deutschen Nationalmannschaft dabei sein kann, also das war für mich eigentlich das Größte, was du vielleicht in deinem Leben erleben konntest. Sie waren ja Nationalspieler für die DDR. Sie waren Fußballer des Jahres. Jetzt sind Sie eingeladen für diese gesamtdeutsche Nationalmannschaft. War das ein anderes Gefühl, dieses Trikot jetzt zu tragen? Ja, klar war das irgendwie schon komisch. Ja. War vieles anders, muss man sagen. Ja. Ich habe ja das, wie viele andere Spieler aus der DDR immer für die DDR gespielt. Ja. Dann ist die Mauer gefallen. Dann die Einladung erstmal zu diesem Spiel und ja, das war ein ganz besonderer Tag, muss man sagen, und eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Wenn ich daran denke, wie ich dort gesessen habe, war das für mich so überwältigend, dass ich glaube gar nicht
so einen richtigen Gedanken gefasst habe. Also es war für mich einfach überwältigend, da dabei zu sein, da die Mannschaft zu sehen. Die standen dann eben, die Elf, die auf dem Platz standen, standen dort. Wir saßen auf der Bank, sind dann aufgestanden, haben uns dann wieder hingesetzt. Also ich glaube, ich kann es auch heute noch nicht einmal so richtig in Worte fassen, was für ein Wahnsinnsgefühl das damals war. Was ist von dem, was an dem Tag passiert ist, außer der Arschkälte, was ist noch geblieben? Also was ist sozusagen sofort der Moment, den Sie vor Augen haben? Gute Frage. Also grundsätzlich ist es wahrscheinlich aus sportlicher Sicht bei mir mal so, dass ich die Gabe hatte, meistens in meinem ersten Spiel für, ob es eine Vereinsmannschaft war oder auch in diesem Länderspiel, ein Tor zu machen. Und wenn ich mich daran erinnere, war das auch relativ schnell danach, nach meiner Einwechslung, glaube ich. Allerdings muss ich sagen, dass das Tor gegen die Schweiz, also so schnell habe ich es nie wieder geschafft. Ich hab bloß gesagt, Andi, ganz viel Glück und hau ihn gleich in ein. Ich habe einfach nur gesagt, mach so, wie du es bei uns immer gemacht hast oder wie du es bei mir immer gemacht hast. In alten Oberliga-Zeiten, da hast du mir ja auch ein paar Dinge um die Ohren gehauen. Ich glaube, so schnell war der noch nie auf dem Platz draußen. 25 Sekunden, ein Ballkontakt später, 74 Minuten steht es 3:0. Und Andi Thom hat getroffen, also hat das ja gewirkt. Ich glaube, das hat der Andi auf dem Platz selber gar nicht so wahrgenommen. Also wenn ich so dran denke, wie er gejubelt hat, er so weggerannt und hat so, glaube ich, ein bisschen gesprungen oder so, in meiner Erinnerung. Und ich glaube, das hat er gar nicht so wahrgenommen. Also das war für ihn, glaube ich, auch wie ein Traum. Damals sind Sie ja den langen Weg aus Jena über Leipzig gekommen und waren dann der Ossi. Die anderen waren die Wessis. 30 Jahre später, gibt es diese Zuschreibung noch? Gibt es diese Denkmuster noch? Gibt es noch die Mauer in den Köpfen? Was würden Sie sagen? Sind ja in Leipzig geblieben. Ich glaube, dass viele nicht zu dem Zeitpunkt damit gerechnet haben, was da auf sie zukommt. Dass auf einmal dass es ihr im Betrieb nicht mehr gibt, dass unsere Wirtschaft zusammenbricht, dass es auf einmal Arbeitslosigkeit gibt. Ne? Klar, jetzt kann ich ins Ausland fahren, kann die Welt sehen, aber ich habe keine D-Mark in der Tasche. Ne? Also das war für viele schon glaube ich, dann schon ein Problem. Und ich glaube, dass es etliche Menschen gab, denen ist es leicht gefallen. Die haben das relativ gut hingekriegt, aber es gab bestimmt auch viele Menschen, denen das nicht so leicht gefallen ist. Und trotzdem muss ich sagen, wenn man heute nach 30 Jahren immer noch von Ost und West spricht, dann läuft irgendwas falsch. Und ich glaube, da ist man auch im falschen Denken. Weil 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, wir sind ein Volk, das waren wir schon immer. Wir sind nur durch den Krieg getrennt worden. Es gab ganz viel Leid, was man dann erlebt hat, wie Familien getrennt worden sind. Und wir gemeinsam, sowohl der Westen als auch der Osten, haben es geschafft, diese Wiedervereinigung friedlich hinzubringen. Darauf sollen wir stolz sein und das sind die Werte, die wir uns eigentlich auch mitgeben müssen. Und das ist das Schöne. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Denken, immer noch über Ost oder West zu sprechen, einfach aus den Köpfen raus muss. Jetzt ist ja wieder das Spiel gegen die Schweiz, 30 Jahre danach, da kommen ja auch Erinnerungen hoch. Mit welchem Gefühl denken Sie an dieses Spiel und diese Zeit, 89, 90, dieses verrückte Jahr, diese anderthalb Jahre, die Wende? Die Schweiz hat schon eine große Bedeutung für den DFB, glaube ich. Das war der erste Länderspielgegner einer deutschen Nationalmannschaft überhaupt. Es war der Gegner der Wiedervereinigung. Und jetzt hast du hier und dir im nächsten Länderspiel vor der Brust. Also das hat schon eine gewisse Bedeutung. Und für mich natürlich, wenn du dann so hinguckst, denkst du automatisch an Stuttgart und an das Spiel. Wie war es denn? Was hast du für Klamotten angehabt? Das Besondere für mich, für die deutsche Nationalmannschaft im Kader gestanden zu haben. Natürlich hätte ich gerne 5-6 Minuten gerne gespielt, habe ich dem Berti Vogt so letztens gesagt, du hättest mich ruhig mal einwechseln können. Aber da hat er geschmunzelt, hat er gesagt, eigentlich hast du recht gehabt. Aber wir hatten ja damals auch noch einen Raimund Aumann auf der Bank sitzen. Und da wollte er natürlich auch keinen wehtun und so, ne, was ich dann auch verstehen kann. Aber natürlich für mich wird das immer eine ganz, ganz große Erinnerung und ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in meiner Karriere sein. Was für mich hängen bleiben wird, ist, es ging nicht um die Minuten, die man nicht gespielt hat oder die Sekunden, die es gedauert hat, bis der Ball im Tor lag. Es ging darum, an diesem Tag dabei gewesen zu sein. Was für eine wahnsinnig schöne Station der Volkswagen Telge Tour. Historisch, emotional und faszinierend, ja wirklich, wie präsent das alles noch ist für die Spieler, die dabei waren. Ja, es ist eine Zeitreise im klassischen Sinne und die hat mir auch nochmal gezeigt, wie diese Zeit damals sich angefühlt haben muss. Was total, also für mich total faszinierend ist, wir haben so lange in Deutschland über die Mauern geredet, über die Teilung, über Ossis, Wessis. Der Fußball ist da einfach, gibt einfach keinen Ostfußballer, einen Westfußballer, es gibt einfach Fußballer.